Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ich begrüße euch hier in den neuen Tag hinein, in den Dienstag. Und wir schauen jetzt hier in unsere Tagesenergie und zwar am 6.6.2023 rein. Und ich bedanke mich vorerst für eure lieben Kommentare, für eure Likes. Ich bedanke mich auch hier für eure Abos, ja, dass ihr meinen Kanal abonniert, natürlich kostenlos. Und wenn du jetzt noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann würde ich mich natürlich auch hier über ein Abo von dir freuen. Ja, und es sieht sehr, sehr interessant aus, was sich mir jetzt schon wieder zeigt, ne? Also, ja, ach so, ich wollte noch kurz was machen. Meine Lieben, um wieder was in Rückfluss zu geben, habe ich heute wieder eine kleine Verlosung. Das heißt wieder die ersten drei, die hier unter dieses Tagesorakel kommentieren, gewinnen hier wieder eine kostenlose SOS-Legung. Ja, also ich gebe heute nochmal die Möglichkeiten, drei Personen hier nochmal zu gewinnen. Aber bedenkt bitte, ne, Sandra und Jacqueline, ihr habt schon eine SOS-Legung und Stefanie auch. Also ich bitte euch dann wirklich, ihr könnt natürlich trotzdem drunter kommentieren, ne, aber für alle, die hier eine SOS-Legung möchten, bitte einmal das Wort SOS drunter kommentieren. Ja, und ich tue dann hier kommentieren und euch dann nochmal draufschreiben, wer der Erste ist, der Zweite und der Dritte, ne, der eine SOS-Legung gewonnen hat. Okay, meine Lieben, ja, und meine liebe Sandra, meine liebe Jacqueline und Stefanie, ich bitte euch dann wirklich, den anderen dann hier Vortritt mitzugeben, ne, weil ihr hattet ja gestern erst eine Legung und genau, ne? So, und wir wollen ja auch mehreren Mitgliedern hier ermöglichen, auch zu gewinnen. Okay? Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir starten jetzt hier rein in die Karten. Und da geht es heute hier mit dem schamanischen Traumorakel um das Schwert des Magiers. Auf den eigenen Zauber vertrauen. Also, das sagt mir, dass heute an diesem Tag irgendwas Magisches auf dich zukommt. Nicht wundern, ich habe hier so ein kleines Pflaster. Ich habe mich gestern mal so ein bisschen geschnitten. Ah, egal. Vertraue auf den eigenen Zauber. Ne? Vertraue auf deinen eigenen Zauber und vertraue auf das, was hier auf dich zukommt. Vielleicht ist das so ein Schwert, so ein magisches Schwert, das dich entweder von etwas abschneidet oder dir eine magische Klarheit reinbringt. Ne? Und dann haben wir hier den verlorenen Kompass zur Ganzheit zurückfinden. Und da geht es vielleicht auch darum, vielleicht hast du dich in der letzten Zeit so ein bisschen verloren gefühlt und versuchst jetzt hier wieder dich neu auszurichten, ne, eine neue Ausrichtung zu machen und ja, einfach zu dir selbst zurückfinden, ja, zu deinem eigenen Zauber, zu deiner eigenen Vertrautheit kommt mir hier rein. Und dann haben wir noch hier mit dem Orakel und Wegweiser, also mein eigenes Freyas-Orakel, da ist hier der Mond gefallen und der Mond sagt, Angst ist kein guter Ratgeber. Ne, du sollst keine Angst davor haben heute, du sollst es ganz einfach zulassen und darauf vertrauen, dass sich der Zauber auch hier entwickeln kann. Ja, und dann haben wir hier den Hierophanten mit dabei und der Hierophant, der sagt mir jetzt, man kann hier eine Sache, man hat vielleicht aus einer Sache gelernt, ne? Vielleicht hast du hier etwas versucht mit einem Menschen, ne, vielleicht auch was zurückzugeben. Also man sieht ja hier eine Person mit dem Fünf der Schwerter. Diese Person, die hat ja hier das Schwert hier in der Hand, aber hier hinten, ne, da liegt einer, der wurde schon niedergestochen. Da ist jemand, der fleht vielleicht gerade um Gnade. Ne, vielleicht hast du aus etwas gelernt. Ne? Also mir kommt ja auch vielleicht rein, dass jemand wehgetan wurde, dass jemand verletzt wurde und mit dem Teufel versucht man jetzt hier wieder die Kontrolle in dieser Sache zurückzugewinnen, aber man ist in so einer gehängten Position, ne? Man kommt vielleicht auch nicht weiter, man muss sich erstmal irgendwie von diesen Ketten lösen und der Ritter der Kelche, ne, kommt vielleicht auch, also entweder bist du das oder ein Gegenüber, dass hier jemand in Freundschaft auf dich zukommt oder ganz einfach mit einem Kelch auf dich zukommt und es hat dir lange Zeit vielleicht auch an etwas genagt, aber jetzt kommt jemand in deine Richtung und versucht dir wieder was gut zu machen, ne, wieder was in den Abschluss reinzubringen oder generell eine Sache abzuschließen, ne? Ja, du hast dich hier zurückgelehnt und vielleicht auch abgewartet, was hier passiert.
So, dann haben wir hier Justice. Und Justice ist, Justice, ja, das ist die Gerechtigkeit, ne? Und hier kommt auf jeden Fall wieder etwas ins Gleichgewicht an diesem Dienstag. Eine Situation, die außer dem, also aus dem Gleichgewicht war, kommt wieder ins Gleichgewicht, ins rechte Maß hier rein. Und mit den drei der Stäbe hältst du hier Ausschau auf etwas. Vielleicht planst du hier auch etwas in einer Situation oder irgendjemand plant hier etwas in die Richtung von dir. Wir sehen hier die acht der Schwerter. Ne, man fühlt sich hier gefangen in einer Situation noch. Aber ja, man sieht ja, hier ist noch so ein Durchgang, wo man raustreten kann. Ne, also die Beine sind frei, die Augen sind zwar hier verbunden, man sieht vielleicht nichts, aber man kann sich ja hier vielleicht auch langsam an etwas herantasten. Vielleicht tastet man sich langsam an etwas heran. Mit den sieben der Stäbe hatte sich vielleicht jemand davongeschlichen oder man nimmt jetzt alles mit, was man hat. Ne? Und ja. Und man weiß vielleicht auch hier nicht weiter und geht vielleicht auch einfach weg. Man sieht ja hier, wie jemand was stehlen tut, ne? Hier liegen zwar noch zwei Schwerter, aber diese ganze Schwerter hat man mitgenommen und ja, will jetzt hier einfach vielleicht auch abhauen, ne? Vielleicht macht man so eine Nacht- und Nebelaktion, das kommt mir irgendwie auch hier rein. Ne, also es geht halt darum, dass wieder was in die Gerechtigkeit kommt, dass hier was geplant wird, mit kleinen Schritten daran zu gehen, ne? Damit ja, damit es hier nicht wieder so was, damit hier nicht wieder so was reinkommt wie ja, dass man hier ganz einfach dann abhaut, ohne was zu sagen oder sich zurückzieht und dann gar nichts mehr macht. Ja, und mit dem Page der Kelche sehe ich auch, dass hier eine Aktion kommt. Ne? Also wir hatten ja hier schon im Kartendeck hat man ja schon den Ritter der Kelche. Hier kommt jemand auf dich zu und will etwas unternehmen. Vielleicht auch so eine kleine Versöhnung kommt mir rein. Und hier ist der Page der Kelche, der noch sagt, okay, hier werden trotzdem so kleine Aktionen gemacht, die dich vielleicht auch so ein bisschen erfreuen werden, ne? An diesem Tag. So, das kann jetzt die Energie für sich selber sein, die hier oben drüber steht. Das kann jetzt eine extra Energie sein oder es geht ganz, oder es wird ganz einfach noch miteinander verbunden. Wir schauen gleich mal. Ja, hier sieht man den Reiter und der Reiter, der sagt, hier bewegt sich eine Aktion vorwärts, ne? Hier geht was vorwärts, hier kommt ein Wachstum rein. Ich meine, du fühlst dich noch nicht so, also du fühlst dich hier noch ein bisschen energielos in der Sache, ne? Aber hier kommt vielleicht gerade Heilung in eine Sache rein. Wir drehen mal die Sonne jetzt mal richtig. Du guckst hier auf einen großen Kummer, auf eine Verletzung oder eine Trennung auch, Isolation, Rückzug von jemandem und machst dir Gedanken über eine Einladung, ne? Vielleicht kommt auch diese Einladung und du weißt nicht so richtig, soll ich der ganzen Sache trauen? Soll ich es machen? Du hast hier noch Ängste bezüglich dieser Person. Hier spielt auch noch eine ganz tiefe Liebe eine Rolle, ne? Weil diese Liebe geht tief zu diesen Menschen. Hier ist auf jeden Fall, ja, man möchte Klarheit bezüglich dieser Person. Ne? Ist hier ist halt eine ganz große Anziehungskraft. Man möchte Glück, man möchte vielleicht auch reden miteinander, dass das Ganze hier stabiler wird und dass diese Belastung und Enttäuschung hier bezüglich immer wieder, die in der Öffentlichkeit sind oder bezüglich eines Treffens, ne, dass hier eine Neuausrichtung irgendwie reinkommt, aber die kann irgendwie noch nicht kommen. Auch keine Wunscherfüllung, Enttäuschung werden generell, aber trotzdem rausgehen, sieht man hier. Ne, hier spielen Gefühle eine Rolle. Und schon eine lange Zeit und man wartet hier auf eine Begegnung, ne? Ja, also dann kommt mir so raus, rein, nicht raus und rein. Vielleicht geht es ja auch dann mal raus und dann wieder rein. Nee, es kommt mir hier das Haus rein, ne? Also das Haus, das steht auch immer für die Familie, ne? Für etwas, was familiär ist oder auch für deinen eigenen Körper, für dein eigenes Inneres. Und da willst du hier sollen halt Entscheidungen getroffen werden, sichere Entscheidungen, weil der Schlüssel, der zeigt auf die Wege, auf die Entscheidung, ne? Man möchte hier im Inneren eine sichere Entscheidung, eine Lösung finden für dieses Geheimnis mit einer Schlange. Also für einige kommt mir hier wirklich rein, dass man
dass jemand hier eine Lösung finden möchte, ne, sich für einen Weg entscheiden möchte innerlich, wie man diese Komplikationen, Verstrickungen, Hürden, die hier vielleicht auch sind, die immer wieder hier in einem Geheimnis münden oder in etwas Verborgenes, worüber man vielleicht auch nicht reden tut, ne, wie man hier eine sichere Lösung dafür findet. Für einige andere kann es sein, dass ihr hier ein Geheimnis erfahrt heute oder auch schon erfahren habt, dass da noch etwas mit einer anderen Person ist hier im Bunde, ne, vielleicht so ein kleines Geheimnis mit einer anderen Person und dass dann hier, ja, dass du vielleicht dann auch eine innere Entscheidung treffen willst, ne, dass man hier eine sichere Lösung finden tut für diese ganze Sache. Genau, und wir fragen jetzt mal, was ist denn das? Tun das mal hier hin. Okay. Was ist denn das für ein Geheimnis? Ja, und Leiden, das wissen wir schon. Und was für welche? Wegen einer Begegnung. Also mir kommt hier wirklich sehr stark rein, wenn man sich vielleicht immer wieder begegnet, dann gibt es hier immer wieder Komplikationen, Unklarheiten und ja, es fühlt sich so an, wie alles blockiert und man kommt da nicht weiter. Ne, vielleicht endet das Ganze auch immer wieder so in bestimmten Streitereien. Ne, also das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, vielleicht hat hier eine Begegnung mit einer anderen Frau, anderen Mann stattgefunden. Ne, und das ist halt noch alles im Unklaren wegen dieser Begegnung. Ne? Aber vielleicht wird man das auch offenbaren, ne, dass da was da war. Ja. Also so kommt mir die Energie heute hier so rein. Gell? Okay, aufs Berufliche kann man es dann so sehen. Hier kommt auf jeden Fall im Beruflichen wieder was ins Gleichgewicht. Man soll hier planen im Beruflichen. Ne? Vielleicht fühlst du dich in einer Situation gefangen, aber du kannst da dich langsam rantasten an etwas. Du sollst nicht gleich davor fliehen, davor wegrennen vor dieser Situation, sondern vielleicht auch hier jemanden einen Kelch reichen. Ne? Vielleicht auch jemanden hier die Hand reichen. Und ja, man soll auf jeden Fall Entscheidungen aus dem Inneren heraus treffen, auch im beruflichen Bereich. Vielleicht gibt es hier immer wieder so ein paar Konflikte, Geheimnisse, die man auch nicht im beruflichen ne, sagen möchte. Und dass es hier vielleicht auch Begegnungen sind, immer wieder mit Unklarheiten. Ne? Vielleicht geht es hier noch um ein paar Kollegen, die vielleicht auch so ein bisschen falsch spielen, die so tun, als ob sie irgendwie so ein Geheimnis haben. Ne, und deswegen, das fühlt sich halt immer alles so ein bisschen unklar an. Ne, man möchte jetzt hier mal vorwärts kommen mit Nachrichten und vielleicht auch über diese Situation reden, damit es hier nicht immer wieder zu Streitereien, Komplikationen und Verstrickungen kommt. Ne? Ja, da haben wir doch eine, naja, ne? Also hier nimmt auf jeden Fall eine Energie, die hier gerade ist, ne? Wieder Fahrt auf. Du sollst nicht dich in der Angst verkriechen, nicht davor fliehen, sondern du sollst deinen Kompass hier wieder neu ausrichten. Was wird hier noch gesagt von den Engeln und Ahnen? Ja, der Händler. Tausche Energie aus, um Fülle zu erschaffen. Ne? Wenn du vielleicht hier etwas Gutes mit reingibst, wenn du vielleicht mit dem Page der Kelche hier eine Aktion machst, ne, dass du vielleicht auch auf jemanden zugehst, dann kann auch daraus wieder und du eine gute Energie da reingibst, dann kann auch eine gute Energie, eine Energie von Fülle wieder zurückkommen. Ne? Und das wird jetzt hier mitgeteilt. So, und jetzt gucken wir noch mal kurz mit den Runen rein. Mal gucken, was die Runen noch oben drüber stellen. Huch. Okay, das schauen wir mal. Was stellen die Runen da noch oben drüber? Erstmal schön schütteln. So, die erste Rune, die uns begleitet heute, das ist schon wieder die Daggers. Ne? Und die hatten wir gestern und vorgestern, glaube ich, auch schon. Ne, gestern hatten wir die. Ne? Und die Daggers, die sagt schon wieder, nimm hier eine höhere Wahrnehmung von deiner Situation aus, ein. Ne? Also das ist immer noch die Energie von gestern, die ins Heute überfließt. Ne? Die ist wahrscheinlich, ihr könnt euch ja auch mal das gestrige Orakel anhören. Ne? Die zweite Rune, die uns heute begleitet, oh, das ist die Gebu. Etwas kommt also wieder ins Gleichgewicht. Ne? Hier fließt es wieder und hier wird was ausgeglichen auch. Das ist doch schon mal gut. Das haben wir doch gerne. So, und die dritte Rune, die uns heute begleitet, das ist die
Die Alge ist und die beschützt das Ganze. Ne? Das Ganze wird geführt, es wird von oben beschützt. Hier kommt was vom Himmel in die Erde, kann man sagen. Hier ist man gut geerdet wieder. Und ja, man hat hier einen grenzenlosen Schutz mit der Aiges. Ne? Also im Großen und Ganzen können wir sagen, hier kommt heute eine Situation auf dich zu, wo wieder Gleichgewicht fließen soll. Ne? Du sollst hier eine Sache gut planen. Du sollst dich nicht gleich wieder davonschleichen, nicht gleich wieder abhauen davon. Ne? Du hast ja in der letzten Zeit vielleicht auch einiges gelernt. Du sollst hier eine innere Entscheidung treffen für einen Weg, den du gern gehen möchtest. Ne? Hier ist noch was, ein Geheimnis oder halt auch ein Konflikt hier. Ne? Vielleicht soll man aber auch über diesen Konflikt reden. Man soll hier jemanden die Hand reichen, ne, oder ein Kelch reichen und ja, vielleicht auch so eine kleine Versöhnung kommt mir rein und du sollst hier deinen Kompass wieder auf was Positives aufstellen, ne? Und wenn du da Energie reingibst, gute Energie, dann kann die auch zu dir zurückfließen. Im Großen und Ganzen schau von oben, von einer höheren Position auf, von einer höheren Warte auf diese Situation. Dann kann hier wieder was ins Gleichgewicht kommen. Ne? Die Kräfte vereinen sich wieder. Man gibt, man nimmt. Ne? Das ist wieder alles ausgeglichen. Und im Endeffekt ist das Ganze geführt und beschützt. Ne? Also was wollen wir denn da noch? Und damit wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Dienstag, meine Lieben. Wir hören uns später nochmal. Und diesmal werde ich euch ein großes Kartenblatt reingeben, ne, für dich und dein Gegenüber. Und da schauen wir mal, was sich da für eine Situation zeigt. Ciao, ciao.